Nee, also nach Autobahn sieht das nicht aus. Auch nicht schlecht. Habe ich auf jeden Fall ein bisschen mit der Bremse zu knabbern gehabt gerade. Der Berg runter mit unserer Ladung ist schon, glaube ich, nicht ohne. Und rein aus Interesse ist, schauen wir mal nach, was hier das Tanken kostet. In Weißrussland haben wir 55 Cent bezahlt. Und mal gucken, was wir hier bezahlen. 48 Cent. Ist ja noch günstiger. So, erstmal hier irgendwie hochkommen. Was ist denn los bei mir? Entschuldigung. Und gleich geht's wieder bergab wahrscheinlich. Ach, hat einen Helikopter dabei gehabt. Cool. Also die Straße hat echt teilweise ganz schöne Löcher drin. Aber das ist im Prinzip auch nicht anders als in Deutschland. Ich hoffe mal, dass wir jetzt ein bisschen Strecke machen können. Dann sind wir auf jeden Fall auch bald da. 289 Kilometer noch. Das geht doch. Das ist eine super Straße hier bis jetzt. Da kann man gar nichts sagen. Irgendwie die Berge hier hochschrubben. Hügel. Ja, und da ich jetzt wahrscheinlich nicht jeden Tag wieder ein neues Video hier rausbringen kann, also ich versuche mal alle 2 Tage für den ETS einhalten zu können oder einzuhalten, dann könnt ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben, wo wir mal als nächstes hinfahren sollen. Also diese Seitenstraße, die John Carson mal angesprochen hat, die fahren wir auf jeden Fall. Aber ansonsten für Dinge, die darüber hinausgehen, habe ich auf jeden Fall ein offenes Ohr. Oh, da kommen wir in eine Baustelle rein.
Ich habe eigentlich gesehen, dass das Schild hier 70 gesagt hat, ne? Naja. Ist ja nichts passiert. Naja, mal wieder Kreditraten. Das Ding ist auch, ich hätte wahrscheinlich auch niemals einen Kredit aufgenommen, wenn ich gewusst hätte, dass ich. Na, was heißt gewusst hätte, aber wenn ich mit der Hard Economy Mod angefangen hätte. Aber gut. Zum Glück wieder eine rote Ampel. Yes. Ich dachte ja wirklich, wir sind jetzt schnell am Ziel, aber durch diese ganze Stadtkurverei und Baustellen, Landstraßen zieht sich das ganz schön. Aber schön ist es hier. Hauptsache, die haben hier einen Reifenshop. So, ich würde jetzt mal sagen, langsam geht es dem Endspurt entgegen. 200 Kilometer noch. Ich hoffe mal, dass ich die nächsten 100 recht schnell abspulen kann. Nicht, dass hier blitzen, ne? Ein bisschen aufpassen. Aber ich finde es echt geil hier. Endlich mal ein bisschen was anderes als Straßen. Nicht nur Autobahn, 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 Autobahn.
Na, wo ist sie denn geflogen? Oh, er hat Bier dabei. Schön. Hat er wirklich eben erst angefangen zu blinken? Hier links, das erinnert mich ein bisschen an, falls es wer gespielt hat, DayZ. Auch wenn die sich ja mehr von Tschechien haben inspirieren lassen als von Russland. So, Steigung. Scharfe Kurve, bisschen aufpassen. Ich werde jetzt einfach ein bisschen schneiden. Also ganz funktioniert das System ja auch noch nicht so, muss ich sagen. Die hätten schon Vorfahrt gehabt. Aber danke fürs Reinlassen. Die wissen ja noch, was ich gehört, die Jungs und Mädels. Und wir werden gleich zweistellig. 99 Kilometer noch.
So, jetzt geht's hier aber rasant Richtung Ziel. Sehr schön. Dann kann man sich ja schon mal auf die Abladestelle freuen, hoffentlich. Das heißt, es ist irgendwie so ein Hinterhofverein, der nicht mal einen richtigen LKW-Stellplatz hat. Aber das wird sich ja schon bald zeigen. Was sind echt gute Steigungen hier. Ich meine, mein LKW hat noch nicht so wahnsinnig viel Leistung, das ist mir auch klar, aber der hat ja schon immer ein bisschen zu knabbern. Und ich glaube, wenn, falls wir jetzt gleich ein Level aufsteigen sollten, bin ich wirklich am Überlegen, ökonomisches Fahren zu skillen, dass wir ein bisschen weniger Spritverbrauch haben. Ich glaube, es könnte sich lohnen. Vor allem, wenn wir jetzt über 41 Liter verbrauchen, im Schnitt. Ja, doch, doch, das machen wir definitiv dann mal. So, die Fahrtenlängen sind ja an und für sich schon mal, ja, für den Anfang lang genug, würde ich sagen. Und da vorne blinkt es schon. Das ist ja ein Riesenbetrieb scheinbar. Falls das der ist, zu dem wir sollen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie komme ich da hin? Muss ich hier wahrscheinlich mal abbiegen. Und das mal ein bisschen genauer ansehen. Ach, hier hinten ist ein Hof, alles klar. Ist das eigentlich dein Ernst? Das ist ja super eng. Das kann ja noch interessant werden jetzt hier. Auf den letzten Metern. Und hier komme ich auch nicht rein, wahrscheinlich, ne? Ist das denn ernst? Was sind das hier für geile Höfe? Ja, warum nicht, ne?
Und dieser Kieskram hier. So, ich hoffe mal, dass ich ihn jetzt hier reinkriege. Ja, das sieht doch gut aus. Dann lassen wir den Trailer mal hier stehen. Geiler Hof auf jeden Fall. Ja, und es ist noch ausgezeichnet geworden. Sehr, sehr schön. Und das nächste Level. Perfekt. Schauen wir mal nach. Fernfahrten sind ja fast voll. Dann nehme ich jetzt erstmal hier die sparsame Fahrweise. 10% weniger Kraftstoffverbrauch ist natürlich schon mal eine gute Sache. Nehme ich das auf jeden Fall mal an. Habe ich jetzt schon irgendwas ausgewählt? Was ist jetzt denn los hier? Fähigkeiten. Ja, vielleicht kriegen wir auch nicht für jedes Level jetzt einen Punkt. Das kann ja auch sein, dass es an der Mod liegt. Kann ich nicht genau sagen. Naja, auf jeden Fall sind wir sicher am Ziel angekommen. Das ist natürlich angenehm. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall mal wieder fürs Zusehen. Würde mich halt freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Also wir nicht sauer sein, wenn da jetzt mal nach 2 Tagen noch keine neue Folge da ist. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Dafür spiele ich das Spiel immer viel zu gerne. Aber zeitlich ist bei mir momentan halt alles ein bisschen eng. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.